Hallo und herzlich willkommen hier bei Lyrelda.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie man von einer Ebene in der Parameterform in eine Koordinatenform kommt. Das Ganze möchte ich euch auf zwei Wege zeigen, weil ihr kennt den einen über das Skalarprodukt. Ich möchte euch heute noch das Kreuzprodukt beibringen. Ich fange aber zuerst mit dem klassischen Weg an. Ihr nehmt immer die beiden Spannvektoren und sagt, wenn ich diese mit dem normalen Vektor multipliziere, der ja senkrecht auf der Ebene stehen muss, also auch auf den beiden Spannvektoren, dann muss es 0 geben. Das heißt, wir haben 1, 2, 1 mal n gleich 0 und 2, 1, 1 Skalar multipliziert mit n gleich 0. Das ergibt für uns folgende zwei Gleichungen. N1 plus 2 N2 plus N3 gleich 0 und unsere zweite Gleichung 2 N1 plus N2 plus N3 gleich 0. Wir haben hier ein lineares Gleichungssystem, zwei Gleichungen, drei Unbekannte. Wir werden es nicht eindeutig lösen können, doch wir sehen gleich, N3 kommt jeweils nur einfach vor. Wir ziehen einfach die eine Gleichung von der anderen ab. Wir ziehen also die zweite von der ersten ab und kommen somit, naja, n1 minus 2n1 gibt minus n1 plus n2 gleich 0. Daraus folgt ja, indem ich plus n1 mache, dass n1 gleich sein soll wie n2. Wir haben drei Unbekannte für zwei Gleichungen, wir müssen eine willkürlich festlegen. Ich sage einfach, naja, dann sind diese beiden hier 1. Wenn ich das nun in eine der beiden alten Gleichungen einsetze, zum Beispiel in die erste, folgt folgendes. n3 gleich 0, 1 plus 2 gibt 3, minus 3, also n gleich minus 3. Unser normaler Vektor, wenn ich ihn zusammenfasse, n ist 1, 1, minus 3. Nun wissen wir, dass wir genau diese Einträge des normalen Vektors als die Koeffizienten der Koordinatengleichung nehmen können. Unsere Ebenengleichung sieht also wie folgt aus. Einmal x1 plus einmal x2 minus 3 mal x3 ist d. Dieses d kann ich nun ausrechnen, indem ich einen Punkt einsetze, von dem ich weiß, dass er sicherlich in der Ebene e liegt. Ja, es gibt genau einen Punkt, von dem wir es wissen. Unser Stützvektor 1, 2, 3 zeigt auf einen Punkt in der Ebene. Das heißt, der Punkt 1, 2, 3 liegt in der Ebene. Wir setzen den Punkt 1, 2, 3 ein und kriegen also 1 plus 2 minus 3 mal 3. Naja, 1 plus 2 gibt 3, minus 9 gibt minus 6. Somit folgt also unsere Ebenengleichung e x1 plus x2 minus 3. Ist gleich minus 6. Den alternativen Weg, den ich Ihnen zeigen möchte, das Kreuzprodukt, der kürzt diesen Teil hier etwas ab. Wir kriegen also eine neue Möglichkeit, einen normalen Vektor zu berechnen. Das Kreuzprodukt schreibt man als Kreuz. Man sagt A Kreuz B. Ich mache keinen Punkt mehr beim Skalarprodukt, sondern ein Kreuz. Und das Ergebnis ist dieses Mal nicht wieder, wie vorher, eine Zahl, sondern wir bekommen jetzt auch einen Vektor. Ich nenne ihn mal Vektor C. Dieser Vektor C hat folgende Eigenschaften. Der Vektor A steht senkrecht auf C und auch der Vektor B steht
senkrecht auf C. Somit, wenn ich für A und B die zweiten Spannvektoren nehme und C jeweils senkrecht draufsteht, wäre C einfach der normalen Vektor. Das hilft uns also, den normalen Vektor zu bringen. Nun muss ich nur noch die Vorschrift für dieses A kreuz B euch mal kurz erklären. An einem Beispiel. Wir nehmen einfach das Beispiel hier drüben. 1, 2, 1 und 2, 1, 1. 1, 2, 1, Kreuz, 2, 1, 1. Ich schreibe einfach die beiden Vektoren jeweils noch einmal unten drunter. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Nun streiche ich die erste und die letzte Zeile jeweils durch. Ich habe jetzt noch vier Zeilen. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich mache Kreuze. Von oben nach unten positiv 2 mal 1. Von unten nach oben negativ minus 1 mal 1. Von oben nach unten positiv 1 mal 2. Von unten nach oben negativ minus 1 mal 1. Naja, und das letzte nochmal 1 mal 1 minus 2 mal 2. Das auszurechnen, ja, 2 minus 1 ist 1, 2 minus 1 ist 1, 1 minus 4 ist minus 3. Und das ist unser normaler Vektor. Ihr seht, von hier an ist das genau das gleiche Spielchen wie hier drüben. Wir haben nur unseren normalen Vektor ein bisschen schneller berechnet. Vor allem, wenn man sich ein paar Mal das zur Gemüte führt und übt, kriegt man das hier recht schnell hin. Man muss sich das auch alles nicht mehr aufschreiben, sondern kann es im Kopf berechnen. Und kommt direkt zu diesem wunderschönen normalen Vektor. Er spart euch damit Zeit und seid auch recht sicher. Nun möchte ich euch das noch allgemeiner zeigen. Manch einer liebt es ja, sich Formeln auswendig zu lernen und nicht dieses Schema. Wenn ich das einfach mal durchrechne mit A1, A2, A3, Kreuz, B1, B2, B3. Ich schreibe wieder die Vektoren untereinander weiter. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ich streiche das oberste und das unterste durch. Ich mache wieder ein Kreuz. A2 mal B3 minus A3 B2. Das nächste Kreuz A3 mal B1 minus A1 B3 und das letzte Kreuzchen A1 B2 minus A2 B1. Ihr könnt es euch auch direkt so merken, wenn es mit dem hier oben vergleicht, werdet ihr feststellen, steht genau das gleiche da. Ihr könnt euch hier beim Merken Folgendes ganz klar gleich klar machen. Guckt mal, hier in der ersten Zeile steht als Index nur die 2 und die 3. In der zweiten Zeile steht als Index nur die 3 und die 1. Und hier unten stehen als Index nur die 1 und die 2. Ihr müsst euch also nur noch merken, in welcher Reihenfolge die jeweils vorkommen. So, jetzt würde ich euch empfehlen, guckt auf der Homepage nach und rechnet ein paar Aufgaben dazu. Viel Spaß!